vorgestellt. Sigma Theory, wenn man so ausspricht. Ja, Vorschau die zweite, müsste man eigentlich sagen. Allerdings ist es schon eine ganze Weile her, dass ich das vorgestellt habe. Wir haben ja die Version 1.0.0 am 21. November, war das, wo die rausgekommen ist. Und wir können ja mal schauen, dass wir das nochmal machen und nochmal reinschauen, was sich verändert hat. Klassischer Modus, Story-Modus. Klassischer Modus. Ich erlebe ein großes Abenteuer mit dem Story-Modus von Sigma Theory. Dieser Modus bietet zusätzlich eine personalisierte Erzählung und neue Agenten. Das hört sich doch gut an, oder? Story-Modus. Laden wir das mal. Wer? Neuer Account. Zurück, weiter. Männlich? Ja. John? Nee, Ass. Nachname? Reiter. Und wie unsere Sprache schon verrät, Deutsch. Aber, also okay, da muss man den Slider müsste man rüber machen, aber man kann wohl nur Amerika hier spielen. Der USA fällt es leichter, Wissenschaftler zu überzeugen. Ja, dann ist das halt so. Können wir wohl nichts dran ändern. Ja, John Doe schon wieder. Na, dann machen wir lieber Ass Reiter. Ärgerlich, dass das gerade dann sich wieder umschreibt. Aber naja, okay, wir können hier definitiv nichts ändern. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Ah, Ehepartner. Den können wir irgendwo rausholen, wo wir wollen. Dann ist das halt weiblich. Also wir sind Männer, dann nehmen wir da jetzt aber mal... Ah, okay, hier geht das. Nee, Ehepartner, männlich, weiblich, das sind wir schon. Der USA-Feld ist leichter, Wissenschaft zu erzeugen. Deutschland, keiner. Ist jetzt nichts Entscheidendes. Lassen wir das so. Ja, keiner. Funktioniert jetzt nicht, oder wie sehe ich das? Ah, so sieht's aus. Es geht auch da nicht alles, sondern nur zwei Fälle. Einmal hier die Dame, King Jo-San. King Jo-San. Und wo war der andere? Hier in Frankreich. Die Profile war Cassandra Salvat. Aber mit der haben wir das erste Spiel gemacht. Dann würde ich sagen, nehmen wir sie auch noch mit rein. Gut. Gehen wir gerade nochmal zurück. Aber es ändert sich jetzt nichts. Nein, weil Story-Modus ist, gehe ich mal von aus. Ne? Deswegen... Nochmal Frankreich, nochmal sie und nochmal weiter und jetzt passt's. Und wir gehen nochmal weiter. Direktor Reiter oder Director. Ich bin Susan Harris und ich habe Ihre Stationierung auf diesem Posten beauftragt. In den nächsten Monaten werden Sie in erster Linie mir unterstellt sein. Ass, aufgrund Ihrer Expertise sowohl in der Organisation verdeckter Operationen als auch in diplomatischen Verhandlungen werden Sie mit der Leitung der Spionageabwehr beauftragt. Allerdings hat die amerikanische Regierung noch viele wichtige Visionen für Sie. Vor einigen Tagen hat die wissenschaftliche Gemeinschaft die sogenannte Sigma Theory ausformuliert, eine Methode, die den wissenschaftlichen Fortschritt rapide beschleunigt und das Potenzial besitzt, die Welt ins Chaos zu stürzen. Innerhalb weniger Wochen werden wir die Entwicklung neuer Waffen von erschreckender Macht erleben. Neue Werkzeuge und Technologien werden die Wirtschaft, den Energie- und den Transportsektor sowie die Gesellschaft und den menschlichen Verstand selbst auf den Kopf stellen. Unsere Zivilisation wird sich vollkommen verändern. Die amerikanische Regierung möchte die Sigma-Technologien monopolisieren. Das Land, das Sigma beherrscht, wird auch die Welt beherrschen. Mission entschlüsseln Sie diese Technologie mit den besten Wissenschaftlern an Ihrer Seite. Tun Sie gemeinsam mit Ihrem Team aus Agenten, was getan werden muss, und setzen Sie Überzeugungskunst, Diplomatie und auch Gewalt ein, um die wenigsten in diesem Fachbereich tätigen Wissenschaftler unter Ihre Kontrolle zu bringen. Wenigen. Derzeit arbeiten zwei von Ihnen in unserem Labor an, Mildred Cannon und Leroy Hamilton. Denker und Statistiker, oder was? Wir starten Sie außerdem mit den Überwachungen einer Kampfdrohne aus, um Ihre Einsätze zu unterstützen. Jo. Darüber hinaus befähigen wir Sie, eigenständig mit der Diplomaten anderer Nationen zu verhandeln. Jo. Ich überlasse Sie nun Ihren taktischen Operationen, indem Sie mit Ihren Rekrutierungen im Team beginnen können. Jo. Ja, zwei haben wir schon und wir wollen noch welche rekrutieren. Agentendatenbank. Achso, das war ja jetzt nicht so einfach hier. Da musste man ja gucken, dass die stimmt hier. Aphrodite... Tiger war cool, ne? Wir brauchen noch hier so ganz tolle Leute irgendwie so. Hier, die mit dem Ausrufezeichen, waren die das? Die was Besonderes waren?
Ja, das war hier mit 9 Points oder so. Agentendatenbank. Shiba. 3873, 5473. Hier unten haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, letztes Mal weiß ich auch noch, da hat das Spiel zum Schluss dann rumgezickt und ist abgebrochen, ging nichts mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so machen. Wir sind. Ja, wo gehen wir hin? Das ist die Frage. Die Mystery ist Amerikanerin. Er ist in China unterwegs und 6-6 ist natürlich ausgeglichen, ne? Ist Kraft 6 und Intelligenz auch 6, wenn es denn so ist. Ein Verführungskünstler, loyal und stur. Loyal ist gut, stur, naja, da muss man immer aufpassen. Haftbefehle. Okay. Die Dame aus Korea. Aufklärung macht sie da, aber hat keinen Haftbefehl. Er hat einen Haftbefehl, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut, ne? Dann ist das vielleicht einfacher. Verführungskünstlerin ist sie auch, prominent und inkognito. Vier ist auch ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, wir nehmen sie mal damit. Oder versuchen, sie mitzunehmen. Ja. Ich würde eins von den beiden nehmen wollen. Wenn ich glaube, dass das sie nicht so wirklich juckt. Ich würde das mal nehmen. Ah, schade. Die Dame wollte nicht. Dann schauen wir mal weiter. Maestro Gamera, der Japaner. Ist ein Hacker. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Einzelgänger, arrogant. Probieren wir den nochmal aus. Soll ich Sie wieder an? Lassen Sie uns Verschwörungen, die unsere Länder in ihren Griff hat, gemeinsam zerschlagen. Möchten Sie die Skrupel des Krieges sehen? Roboter, Drohnen, wenn Sie es sich vorstellen können, besitze ich es bereits. Wenn Sie mir diese Gefallen tun, werde ich alle Haftbefehle aus den Akten tilgen. Hat da keine Haftbefehle, also der letzte ist schon mal über. Wenn Sie die Skrupel des Krieges sehen? Nee, das will er ja nicht, er ist ja ein Hacker. Also lassen Sie uns Verschwörungen, die unsere Länder in ihren Griff hat, das ist, was er locken würde. Oh, schade. Liegen wir schon wieder falsch daneben. Auch nicht geklappt. Gucken wir weiter. Tiger ist in England. Ich würde gerne nochmal in Osten mehr probieren. Was denn mit ihm hier? Elite für Führungskünstler, Inkognito, Fluchtexperte, Exfiltrationsexperte verschwiegen. Ja, komm, das probieren wir mal aus. Aha, geben Sie einen Grund. Ja, ich kann Ihnen den Auftritt Ihres Lebens bieten, wenn, um Sie mit Ihrer Vergangenheit zu versöhnen. Es ist Zeit, dass Sie für Ihre Überzeugung einstehen. Ich bringe Ihre besten Chancen, um Ihr Leben anzufangen, was wirklich zählt. Das ist blöder Sinn. Es ist Zeit, dass Sie mit seiner Vergangenheit, diese Experte von zum Alter von 6 Jahren als bester Zauberkünstler Asien gehandelt und mit 19 als bester der Welt, nachdem er sich zunächst auf Manipulation und Tisch, er sich zunehmend Metallismus, Hypnose und Illustration. Jeder Mann bringt alle Voraussetzungen hin. Dann nehmen wir doch das mal her. Aha, passt. Dann haben wir den. Ich weiß gar nicht, welche Kriterien das waren, dass wir die bekommen. Sind irgendwo Punkte, die wir einlösen? Ich weiß es nicht. Den haben wir rekrutiert, auf jeden Fall. Da unten sind keine mehr. Er hat aber kein Ausrufezeichen. Diese haben Ausrufezeichen noch. Ich probiere es mal mit Slavik. Killen Hacker ist ja ganz nett. Oh, der wird auch überall schon gesucht. Ja, vielleicht ist der dann doch nicht so doll, oder? Was haben wir hier? Einen Türken?
Varan Sirin. Fluchtexperte. Verschwiegen, Unglücksbringer, Zielschütze, Schmuggler. Hört sich doch auch ganz nett an, ne? Wo so ein Hacker, der ist das ja noch, was mich interessieren würde. Das kann sie wahrscheinlich, ne? Pazifist. Nee. Haben wir hier nochmal was Hackermäßiges? Elitistische Führungskünstler, Randfahrer, Doppelzüngler. Zügig, ehrlich. Und was war er? Messerkämpfer, robust, aalglatt. War er? Ne, er war schon Hacker, ne? Oder? Ne, doch nicht. Er wäre der Hacker, aber der hat unwahrscheinlich viele Haftbefehle schon zugange. In Russland, Amerika, Frankreich, Großbritannien und Deutschland wird er wahrscheinlich schon gesucht. Probieren wir mal, oder? Okay, das war es nicht. Dann war es das letzte vielleicht. Naja, aber ist nicht so. Dann versuchen wir den Aalglatten hier mal zu kriegen. Der ist bestimmt schwer zu kriegen. Aber der ist sofort rekrutiert. Das ist ja noch besser, oder? Keine Fragen, ich komme. Ja, und dann... Was war mit ihm hier? Unglücksbringer. Ja, das ist ja immer was dann. Was sagt er denn so? Das hier wird's sein, oder? Hm, schade. Ah, okay, dann haben wir da keine Chance gehabt. Jetzt kriegen wir irgendwelche zugespielt. Aber auch nicht schlecht, vielleicht. So. Was machen wir jetzt? Hier ist jetzt sie. Ach, guck mal. Sehr interessant. Alle in Amerika und wir müssen gucken, wo sie hinkommen. Hacken. Der soll mal hacken. Der soll mal hier nach Indien und die hacken. Passiert das schon? Online? Sicherheit? Achso, dann können wir noch weiter aus. Wissenschaftler finden. Machen wir erstmal das. So, was haben wir noch? Ach, eine Drohne ist ja auch noch da, genau. Dann haben wir den Aalglatten hier. Hacken, Waffe finden, Wissenschaftler finden. Wieder geht nur hacken? Oder nee? Ich kann den auch erstmal irgendwo hinziehen, ne? Ich kann den ja hier mal fliegen lassen, ne? Wo schicken wir den Engländer hin? Ach, den schicken wir mal nach China? Schnellreise ist eine Runde. Will ich aber nicht. Er fliegt erstmal nach China. Und zwar nicht so rum, sondern so rum. Okay. So, jetzt haben wir hier noch ihn hier. Na, eine Drohne wollen wir doch erstmal gucken, dass wir die irgendwo hinkriegen, oder? Machen wir mal in Russland. Er meldet sich in 2 Tagen und sie ist ja die Verführungskünstlerin. Die schicken wir erstmal nach Japan.
Vier Runden braucht die dann, okay. Okay, sie hat keine Zeit. Überwachungsdrohne schicken wir mal nach Frankreich und das andere ist eine Kampfdrohne. Die schicken wir mal dahin. So, das ist die erste Runde gewesen. Ja, unsere Beziehungen sind schlecht. Jetzt können wir mal noch ein bisschen gucken. Da ist nichts Besonderes. Was haben wir hier noch? Das sind unsere Agenten. Da hätten wir nochmal gucken können, was die so können. Benachrichtigung haben wir keine. Einstellung brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir auf die Weltkugel und machen die Runde zu Ende. Wir sind nicht sehr weit, aber die Leute fliegen schon mal durch die Gegend. Benachrichtigung haben wir jetzt. Direktor, hier ist der aktuelle Forschung unserer laufenden Projekte. Okay, 5% und das ist unser Ding jetzt. Wir müssen noch die anderen kriegen hier. Gesundheitswesen wahrscheinlich, Robotik und ja, Space, Weltraum. Okay. Er ist unterwegs, die sind am Hacken. Ich glaube, wir sind heute in dieser Runde sowieso. Ich glaube, wir kommen noch nicht weiter erstmal, ne? Oder? Es ist noch keiner angekommen, die brauchen noch Zeit. Machen wir weiter. Okay, wir sind auf Platz 3, warum weiß aber keiner? So, 13%, 13%. Das russische System ist so gut geschützt. Ich konnte die Ransomware nicht installieren. Die Annahmestufe in Russland ist um 10% gestiegen. Erziehungen mit den russischen Regierungen sind um 8% gesunken. Das ist schlecht. Direktor, wir haben einen nicht genehmigten Zugriff auf unser Netzwerk aufgeführt, der einige meiner Analysten zufolge auf ihr Sigma-Organisation zurückzuwenden ist. Ich bin sicher, Sie können sich das nicht erklären. Ich wollte sich nur daran erinnern, dass ich Handlungen über euch Konsensen habe. Aber das wissen Sie natürlich bereits. Ich habe das andische Sicherheitssystem geknackt. Ich habe alle verfügbaren Informationen zu ihren Wissenschaftlern gesichert. Gulza Kolde und Sarala Shukla. Okay. Also das war der erste Schritt. Okay. Gut, das sind die Benachrichtigungen. Schauen wir weiter. Dann sind wir jetzt in Frankreich. Kontaktieren. Wir haben hier diese beiden Ziele. Astrophysik ist das. Der ist unbestechlich. Das ist natürlich schwierig, ne? Und sie? Ungebunden, flatterhaft, frauenfeindlich. Aber Brain brauchen wir eigentlich Neurowissenschaften nicht. Haben wir doch schon jemand, oder? Er war doch hier mit beschäftigt, da. Dann machen wir das doch nochmal hier und versuchen dann. Wissenschaftler haben wir gefunden. Armstufe senken, Sigma-Daten stehlen. Wir versuchen erstmal hier die Alarmstufe zu senken. Das macht da vielleicht Sinn. Und er hatte welchen Auftrag zuletzt? Ich glaube, er hat Russland gehackt, oder? Profil. Aber das ist auch okay, das kann er kann hier mal weitermachen. Nee, da soll er nicht hinfliegen. Er soll hacken. Und dann soll er da die Alarmstufe wieder senken.
Gut. Sie ist noch auf irgendeiner Reise. Und er ist schon fast da. Die Kampfdrohne ist auch da. Da geht nichts. Kontaktieren, nee, will ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, dann ist die Runde erstmal schon wieder durch, oder? Wir haben keine Punkte, also können wir auch nichts machen. Er ist auf Mission. Ah, okay, ihr Partner hat keine Agenten. Wissenschaftler, kennen wir die? Zwei unserer und zwei in Indien. Können wir die... Ja, das sind die Diplomaten, ne? Ein Kasenave, Otto von Lersner. Lobbys haben wir noch nicht. Einflussreiche Gruppen haben wir noch nicht. Waffen haben wir auch nicht. Die Benachrichtigungen waren... Ja. Okay. Ich denke, die Benachrichtigung hatten wir schon. Einstellung war das, ne? Ja. Fortfahren. Und Weltkarte und weiter geht's. USA 0, alle haben noch 0. Ist nichts passiert. 19 und 19. Ich bin in Beijing eingetroffen. Warte, Befehle. Und das war schon das letzte. Okay. Gut, was sagt Cassandra? Aha, das ist ja schön. Nikolai Miskovic, Staatenbund. Ja, du erzählst mir zu viel, ich kann aber gar nicht mitlesen. Aha, dabei müssen wir wieder... Tja, weiß ich nicht, ob es das so ist. Die sind beschäftigt, sie ist unterwegs, er war angekommen und hat sogar eine Drohnenunterstützung. Ich glaube, wir machen das. Gut, die Drohne, passiert noch nichts, aber die kann wahrscheinlich ihn unterstützen, wenn. So. Das war's erstmal dann auch, oder? Ja, mach mal weiter. Da hat sich nichts geändert. Okay, wir haben 9 Agenten freigeschaltet. Sehr interessant. 28. Aha. Das wäre schon mal cool. Das auch. Sie ist angekommen. Sehr schön. Gut. Dann...
Gucken wir weiter hier nochmal. Ich glaube, wir versuchen es erstmal hier mit Ransomware installieren. Gut. Und er war in Russland tätig. Das geht alles nicht, also nur hacken. Und was können wir hier nochmal versuchen? Und die Sicherheit erstmal gesenkt. Ich glaube, wir machen das nochmal und hoffen, dass das nochmal runtergeht. So, er ist beschäftigt, sie war angekommen. Und das kann sie erstmal hier auskundschaften. So, damit sind alle beschäftigt, oder? Jetzt die Frage, was macht die Drohne, ne? Nix, oder? Okay, das wäre jetzt dann auch doof, dass die da natürlich rumfliegt, ne? Dann soll die doch mal noch sie unterstützen und dahin fliegen. Das war jetzt natürlich falsch. Wir müssen auf Japan gehen, damit die dahin kommt. Und weiter geht's. Mhm. Director, es gibt ein Problem. Herr Hamilton, erklären Sie die Situation. Hallo Director, einer meiner Assistenten ist gestern verschwunden. Ich habe sofort den Sicherheitsdienst verstanden, aber sie haben nichts gefunden. Glauben Sie an eine Entführung? Ja. Nicht mehr. Wir haben den Assistenten überprüft. Seine Adresse war ebenfalls alt wie seine Identität. Es war ein Spion. Interpol kennt die wahre Identität des Spions nicht. Das bedeutet, es war kein Spion im Dienste einer fremden Nation. Wen soll er dann gearbeitet haben? Ein Unternehmen? Würde ein Unternehmen sich die Sigma-Entdeckung im Bereich der Neurowissenschaften unter dem Nahe reißen, wäre das eine Katastrophe. Sein Problem, Direktor. Hier halten Sie ein Foto des Spions. Der Codename dieser Person wird Daedalus lauten. Daedalus lauten. Aha, wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Okay. 35-35, aber es ist hier was gestohlen worden. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, aber sonst gibt's nichts Neues. Ja. Dann würde ich sagen, ist jetzt gerade nichts machbar. Das heißt, wir können nichts machen momentan. Erstmal weiter. Okay, da ist ein neuer Player erschienen, oder? Forschung 44 haben wir beide. Ich habe die Kontrolle über ihre Alarmsysteme übernommen. Sie werden unsere Operation in ihrem Hoheitsgebiet keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Dann haben okay, 10%. Mission erfolgreich. Wer wurde in Indien installiert? Ich will das. Mission abgeschlossen. Ich habe meine Umgebung gründlich ausgekundschaftet. Sehr schön. Mein Land Indien führt gerade eine militärische Operation in Sudan durch. Es würde unsere Beziehungen verbessern, wenn sie uns mit ihren taktischen Drohnen unterstützen. Okay. Und das ist schon das nächste. Das heißt, Indien möchte, dass wir im Sudan unterstützen. Das würde bedeuten, wir müssten jetzt hier die Drohne dahin schicken. Wollen wir Indien unterstützen? Das ist die Frage. Er ist erstmal fertig. Haben wir denn da schon was? Nein. Das ist, denke ich mal, der beste Weg. Und sie ist noch beschäftigt, hat hier noch eine Drohne, die sie unterstützt. Das lassen wir so. So, die beiden sind noch fertig.
glaube, er reist mal nach Indien. Und er macht was? Er guckt hier noch. Nee, der reist da nicht hin. Der hackt weiter. Und zwar hier. Machen wir das. Er meldet sich in 2 Tagen. Damit sind wir da erstmal soweit durch. Es kommt noch hier drauf an. 10 Tage verbleibend. Wir gehen da mal mit rein. Und los geht's. Hat sich nichts geändert. Wir sind soweit gut unterwegs, haben 47, Mission abgeschlossen, ich habe meine Umgebung gründlich ausgestattet. In Japan sind wir dann auch up to date. Ja. Wir haben eine letzte Chance, wenn Ihnen unser Sigma-Geheimnis anvertrauen. Im Gegenzug, warum sollten wir was verschenken? Unser Geheimnis ist unsere Waffen. Okay. Das waren jetzt 5 Minuten weniger. Das war nicht so gut. Okay, hier ist ein roter Button dran. Gucken wir mal rein. Wir öffnen da Gruppen, Diplomaten. Und was möchte mir das sagen? Können die alle kontaktieren? Ja. Da ist die Militäroperation im Gange. Machen wir mal ein Gespräch für morgen. Wofür ist der rote Punkt? Übersehe ich hier irgendwas? Finden Sie Agent Darius? Sonst ist da aber nichts. Hier haben wir schon was rausgefunden? Nee, auch noch nicht mal. Das ist nur hier im Sudan. Ja. Das waren unsere Benachrichtigungen. Unsere Wissenschaft wollten wir auch nicht abgeben. Das passt schon. Da können wir nichts machen, weil wir nichts haben. Wir sind schlechter geworden sogar. Können jetzt hier nur gucken. Da ist alles geklärt. Da flieht es noch in Sudan. Wir sind jetzt mit ihr noch zugange, oder? Machen wir das. Untersucht die mal. Ja. Dann ist sie beschäftigt. Gut, dann die Drohne ist unterwegs. Wir machen die nächste Runde. Sind natürlich noch nicht fündig geworden bei diesem Spion.
Neuer Agent freigeschaltet. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt die Person sehr gut verborgen. Ich konnte nichts finden, das uns gelegen kommen könnte. Okay. Direktor, nehme ich es mal vor. Ich konnte ihr Follower lang interviewen und habe alle brauchbaren Daten gesammelt. Sigma-Aktivität China, Ziele 3. Forschungsbereich, Robotik und Astrophysik. Das ist jetzt von ihm die Information. Und Russland haben wir auch noch was geschafft. Gut. Ah, das ist wieder nicht zu lesen, weil... So, den Wohlstand... Unser Geschäft bewahren. Wir brauchen ihre Hilfe. Wenn sie uns helfen, werden wir uns so groß, wie sie erweisen. Verraten werden wir die Identität der Agenda an ihre Feinde weiter. Wir haben eine Mission für sie. Wir befinden sich im Krieg mit den Triaden und möchten unseren Feinde eliminieren. Planer Angriff in China. Wir sind nun eine Tage lang dort und beschaffen sie uns exakte Informationen über die Position unserer Zielperson. Sie haben 6 Tage Zeit, um die Mission abzuschließen. Wir zählen auf sie. Können wir machen. Warum nicht? So, das war's. Das bedeutet Karantaron, Indien, beginnen, Verhandlungen. Wir sollen unsere Partnerschaft stärken. Kommen Sie mir in Abteilung gut voran. Es ist meine Wunderung, für Sie mich heute an den Verhandlungstisch getrieben. Ja, das ist jetzt die Frage, was wollen wir? Wir müssen die Beziehung verbessern. Okay. Da haben wir die Dingens 57% über 50, das ist schon mal gut. Okay, wir können hier weitermachen. Was sind jetzt hier entdeckt worden? Ziele sind jetzt 3 da. Allerdings nicht bekannt. Das machen wir dann da. Die Typen hier, waren die das? Nee. Wir müssen jetzt definitiv diese Drohne nach da schicken, ne? Und sie? Müssen wir erstmal gucken, was sie gefunden hat. Noch nix. Das heißt... Wir machen mal das nochmal. Das ist erledigt. Die Drohne haben wir geschickt. Die Kampfdrohne ist hier. Ja. Die sind alle. Er reist noch und hier haben wir noch ihn, haben wir noch für Russland frei. Da gehen wir auch noch mal rein, vielleicht. Wir machen mal das nochmal. Alarmstufe ist ja runter. Die sind aber gut geschützt, oder wie war das, ne? Was haben wir hier noch offen?
Wird angezeigt, ist aber nichts. Ach so, da. Ja, die sind das jetzt. Da sind wir ja bei, sozusagen. Das passt ja schon mal. Dann können wir da weitermachen. Ja, aber ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ist schon eine ganze Weile, dass wir hier was haben. Ich denke, wir sind jetzt soweit. Wir schließen noch die Runde gerade ab und dann machen wir nächstes Mal frisch weiter und schauen uns das dann nochmal an. Ich denke mal, das ist ganz interessant, oder? Er ist angekommen und wir sind bei 59 und 59. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir das auch gesehen. Ja, und dann machen wir in der nächsten Runde hier weiter. Haben wir nur ihn hier, den wir dann da machen können. Und der kann eigentlich auch schon da suchen. Und ich glaube, die Drohne ist unterwegs. Das passt schon so. Können wir auch nochmal weitermachen. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, dann schreibt die gerne rein. Ich werde mal schauen, dass wir die dann beantworten, bearbeiten. Und ja, Abo, wenn ihr noch keins habt, könnt ihr das machen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und Glocke macht euch an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video kommt. Alles klar, ne? Hier sehen wir noch gerade, ich konnte ja Forschungsanlagen infiltrieren. Und ich glaube, ich habe alle Informationen, die wir brauchen. Aber sie haben mich entdeckt. Oh, das ist schlecht. 60%, da müssen wir da erst gegen arbeiten. Machen wir in der nächsten Runde. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.